Umweltschutz ist für mich unheimlich wichtig, weil ich denke, dass wir Menschen alle dafür sorgen können, dass es unserer Umwelt viel, viel besser geht. Und wenn man nur ein bisschen darauf achtet, was man vielleicht verändern könnte, wird es unserer Umwelt unheimlich gut tun. Mein Name ist Arndt Odenweiler vom Unternehmen ZDS GmbH mit Hauptsitz in Waldorf-Hesslach. Das liegt zwischen Reutlingen und Stuttgart und ich bin jetzt hier für die Niederlassung in Ramsburg-Weingarten zuständig. Wir beschäftigen uns seit knapp 40 Jahren über drei Punkte. Zum einen das Thema Kopieren, Drucken, Scannen, Multifunktionsgeräte. Zum zweiten über kaufmännische Softwarelösungen und der dritte Bereich ist die eigentliche IT. Zum Umweltschutz tragen wir wie folgt bei. Wir sind schon seit über 30 Jahren Partner von RICO. RICO ist so ziemlich der Marktführer, auch was das Thema Green IT anbelangt. Er legt einen unheimlichen Wert darauf, dass es strahlungsarm ist, dass es umweltfreundliche, wieder recycelbare Kunststoffe verwertet und natürlich auch das Thema Strom, geringer Stromverbrauch. Und über dem Ganzen arbeiten wir auch noch mit dem Dokumentenmanagement DocuWare. DocuWare steht über Dokumentenmanagement und sorgt dafür, dass die Unternehmen weniger Papier generieren, also papierloses Büro. Und das Thema jetzt nicht nur Corona-bedingt, Webinare führen wir schon seit vielen, vielen Jahren durch und überlegen, müssen wir zum Kunde raus oder können wir das nicht via Webinar schon bereits vom ersten Tag weg umsetzen. Darüber hinaus möchte ich noch erwähnen, dass wir bei uns in der Zentrale in Waldorf-Hesslach ein Warenlager haben, wo wir für unsere Kunden auch Geräte entgegennehmen. Auch während der Vertragslaufzeit, falls sich die Anforderungen der Kunden ändern, nehmen wir diese Maschinen entgegen, und sie entsprechend wieder aufbereiten und anderen Kunden dann auch dementsprechend zur Verfügung gehen. Also das Thema Refurbished ist für uns ein ganz wichtiger Part. Und hier arbeiten zwei Mitarbeiter tagtäglich daran, diese Maschinen entgegenzunehmen, aufzubereiten, sodass man hiermit die Kunden wieder bedienen können.